Na, was mache ich denn da jetzt? So wollte ich das haben. Aber ich möchte ja gerne einmal speichern. Ja, dann wollen wir jetzt mal nach Lissabon fahren. Unsere schöne lange Tour. So, erstmal kurz. Gleich noch mal zurück. Jo, dann wollen wir jetzt mal erstmal hier so ordentlich sitzen. Die Karte erstmal. Ne, erstmal N. Und dann gucken, wo wir sind. Wir sind hier oben in Amsterdam und wollen da ganz nach Lissabon. Gut ist, wir können hier quer durch Brüssel, Paris, Bordeaux. Naja, da fahren wir eher dran vorbei. Also da haben wir eine lange Strecke vor uns. Erstmal wollen wir jetzt hier raus. Nicht wundern, Leute, ich esse nebenbei so ein paar Chips. Papierchen. Nein, Scherz. Nein, das war jetzt noch ein Scherz. Ich esse kein Bier. Das trinke ich, wenn dann. Aber ich habe keins hier. So, dann können wir da die Karte ausmachen. Oh Mensch, haben wir viel Geld. 1271. Oh, shit. Voll die Laterne mitgenommen. Unserer Strecke fährt noch keiner, von daher kann ich so ein bisschen la 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 fahren. Wir müssen geradeaus. Oh oh. Naja, anscheinend ist nichts passiert. Und wenn doch... Ah! Dann wollen wir gleich mal gucken, dass wir auch eine schöne Tempozahl bekommen, damit wir auch Tempomat reinsetzen können. Momentan haben wir 3.394 Kilometer hinter, also mit dem LKW jetzt. Wie ihr wisst, ist es ja natürlich mehr. Also die eifrig Zuschauer wissen ja, dass es mehr ist. Weil, ja, der Spielstand ja halt weg war. 88 lang. 21 Uhr, 21, 22, 23 haben wir es jetzt. Freitagabend. Ab ins Wochenende. Naja, für mich gibt es jetzt kein Wochenende. Ich fahre nach Lissabon.
Können, glaube ich, höher wie 88 kommen. Wir haben die 90 geknackt. 94 sind immerhin 6 km/h. Bringt zwar nicht so viel, gerade weil, ja, weil der hier schwer auf Touren kommt. Das bedeutet, der braucht halt ein bisschen lange, bis der die Temperatur, sage ich schon, die km/h-Zahl erreicht. Das dauert. You're my heart, you're my soul, ah, it keep in shining everywhere I go. You're my heart, ah, you're my soul, ah. Den Rest, den weiß ich leider nicht. So, unsere Tankanzeige sagt noch, ist genug drin, brauchst nicht nachdenken. Was? Achso. Am Wochenende? Ja, hätte man Freitag hin können, da fahren die Busse besser. Jetzt schon, oder? Will ich eher nach dem ersten sagen. Ja, der geht doch einen Monat. Oh, wir sollen weiter geradeaus. Ja, da hab ich Tempomat ausgemacht. Ja, Weihnachten steht vor der Tür, Leute. Habt ihr auch alle schön Weihnachtsgeschenke gekauft? Ja, klar haben wir das. Gut, ich nicht. Hahaha. Ich bin der Grinch. Nein. Können wir ja ein bisschen Tannenbaumlieder singen. Nein. Nächste Woche gibt's Geld. Nächste Woche ist der erste. Hier haben wir schon das Schild von Paris. Ah, ich denke mal, ich schaffe das noch mit dem Schlafen. So, hier gibt es jetzt eine Abfahrt nach Calais und London. Ja, da wir UK noch nicht haben, also Großbritannien, bringt das noch nichts. Wir sollen weiter nach Paris, Bordeaux. Also wir sind kurz vor Paris.
Er hat sich gar nicht gelohnt, dass ich abbiege, weil hier jetzt schon wieder eine Ausfahrt ist. Und den sind wir fährt hier, man fährt hier gerade im Kreis. Deswegen wundere ich mich, warum der oder die beiden auf der Spur bleiben. Die fahren ja, den sind die ganze Zeit im Kreis. Und können halt auf die Schiffe nach London rüber. Aber bringt schon das nicht gerade viel. Ja, unsere Tankanzeige ist noch halb voll. Sogar ein Stück mehr. Ich hoffe, dass wir damit bis nach Lissabon kommen. Wir müssen auch jetzt hier abbiegen, wie ich gerade sehe. Ja. Das ist unsere Ausfahrt hier, die wir runter sollen. Wir gleich mal die Fahrbahn wechseln, da wir geradeaus weiter sollen nach Bordeaux-Lyon. Shit. Ja, natürlich möchte ich da vorne halt gerne rasten. Na, tanken noch nicht. Umsichtiger Fahrer, Sie haben 7 Ladungen hintereinander unbeschädigt ans Ziel gebracht. Ja, ist selbstverständlich. Samstagmorgen 10.23 Uhr. Wieder auf Tempo kommen, damit ich Tempomat anmachen kann. Genau 90. Nicht schlecht. Aber ich sehe gerade, wir sollen hier abbiegen. Ja, wir sollen hier abbiegen. Nadine?